Sechs schweißtreibende, harte Wochen sind vorbei. Am Samstag steht der Ligastart bevor. Nimm uns mal mit, wie waren denn die Vorbereitungswochen und welches Fazit kannst du ziehen? Ja, zuerst, wir haben kaum Verletzte. Das ist ja sehr, sehr wichtig. Wir haben auch sehr gut in der Vorbereitung gearbeitet. Wir waren im Trainingslager, wir haben ein sehr gutes Trainingslager gehabt und dann zum Schluss auch noch ein Turnier in Berlin, wo wir uns sehr gut gegen sehr gute Gegner präsentieren konnten und auch gegen Wolfsburg gewonnen, gegen Hertha gewonnen und das war schon ein gutes Fazit. Am Samstag geht es hier im Riederwaldstadion auch endlich wieder um Punkte. Zu Gast ist der SVW in Wiesbaden. Was erwartest du für einen Gegner und was erwartest du für eine Partie? Ja, ich durfte die jetzt am Samstag gegen Freiburg beobachten. Dadurch, dass unser erstes Spiel ausgefallen ist gegen KSC, was mir erwartet, da ich sehe eine Mannschaft gesehen, dass die die Räume sehr eng macht, die einfach jeden Ball kämpfen. Das ist eine kampfbetonte Mannschaft, die alles uns abverlangen wird. Und noch dazu ist es ein Derby, die nochmal motiviert sind gegen Eintracht Frankfurt. Aber wir sind da vorbereitet. Wir haben unseren Plan, wie wir uns auch die schlagen wollen. Und das wollen wir jetzt auch die ganze Tage jetzt trainiert und auch am Samstag zeigen. Du sprichst es an, ihr habt euch einen Plan zurechtgelegt. Worauf wird es denn ankommen gegen den SVW? Ja, dass wir uns erstmal eine gute Gegenpressing haben, dass wir uns auch sofort den Ball, wenn wir ihn dann verlieren, sofort erholen können, weil dann ist der Gegner, wenn am meisten so, dass die tief hinten stehen, dann sind die unorganisiert, wenn den Ball verlieren. Und da wollen wir auch dann schnell umschalten, dass wir uns schnell in der Spitze spielen. Und natürlich, wenn wir den Ball haben, das wollen wir ruhig Fußball spielen und da wollen wir zwischen den Halbräumen kommen und zwischen den Linien kommen, dass wir uns auch den Gegner wehtun. Das und die 16er nach vorne müssen wir uns hungrig sein und das jeden Chance ausnutzen. Eivind, vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg für Samstag.